Willkommen zurück zu Let's Play Banjo-Kazooie! Und wir müssen jetzt versuchen, hier rüber zu kommen erstmal. Wie komme ich da rüber? Ich frage mich das gerade. Ja. Ich hoffe einfach mal, dass es hier eine Möglichkeit gibt, aufzugehen. Ja, genau. In dieser Brühe können wir nicht schwimmen, ohne dass wir Luft verlieren. Das sieht so aus, als war das gerade nicht so super, was ich gerade gemacht habe. Oh fuck. Ah, da hinten geht's rauf. So. Hier. Aber wenn wir schon mal da sind eigentlich, können wir gleich hier reingehen. Hier erwartet uns nämlich auch noch etwas. Und zwar ein paar Noten. Und Energie. Die können wir natürlich gut gebrauchen. Mit diesen komischen Bienen natürlich auch. Aber die erwischen uns nicht. Denn wir sind schneller. So. Wow. Und die Biene natürlich wieder. Wieso? Ich bin zu schnell für diesen Gegner, glaube ich. So, jetzt komm raus. So, die Honigwabe. Jetzt können wir gemütlich hier rüber gehen. So. Auch den können wir töten. Bei dem spielen wir uns einfach vorbei und bei dem auch. Natürlich auch eine Möglichkeit, an diese Noten und den Mubu-Schädel ranzukommen. Ja. In den zweiten kommen wir noch nicht rein. Aber ich muss jetzt kurz was schauen. Ich komme da wirklich nur von oben. Ah, ich sehe schon, wie ich darüber komme. Ist halt schon ein bisschen her, seitdem ich das gespielt habe. So, hier rein. Hier gibt's wieder Noten. Hier würde es ein extra Leben für uns geben, wenn wir alle Kisten zerstören. Das will ich aber nicht riskieren. Obwohl. Bam. Ging eigentlich schnell. Ich nehme es einfach mal mit, wenn es schon da liegt. Hier sollte es ursprünglich ein Puzzleteil geben, aber es gab anscheinend einen besseren Ort. Aber sollte uns nicht stören. So. In den mittleren kommen wir nur von oben, wie erwähnt. Hier drinnen wartet auf uns, muss kurz überlegen, Jinjo, unser erster in dieser Welt, und ein Mumbo-Schädel. Ich glaube, für den letzten Zauber brauchen wir 25. Ich habe 19, das sollte ich dann ausgehen, weil wir bekommen ja auch in der letzten Welt den Click-Clock-Wood. Noch ein paar. Gibt es hier sonst noch was? Ich muss kurz schauen. Ich glaube, hier gibt es kein Puzzleteil. Oh. So, diese Typen noch kurz plätten. Sehr gut. Ja. Ich glaube, das war's hier. Mal gucken. Goldene Federn, ja. Sonst gibt's nichts, dann können wir ja wieder rausgehen. Es gab halt den Jinjo. Ja. Und jetzt sind wir mehr oder weniger gefangen, weil ich muss aufs Schiff zurück und ich weiß nicht wie. Weil der ursprüngliche Weg wäre eigentlich gewesen, dass man hier kommt, durch diesen Weg. Ja. Mal safe staten, falls wir das nicht schaffen, weil ich muss gerade wirklich überlegen, wie ich jetzt wieder rauskomme hier. Ja. Ich würde sagen, einfach mal no risk, no fun hier rüber. Mal gucken, ob sie irgendwo rausgeht. Weil irgendwo muss man ja raufkommen. Ja, hier drüben. Sehr schön. Dann kann ich gleich das Zeug hier im Sumpf holen. Und hier ist nichts, oder? Mit den Dächern. Nee. Aber hier müssen wir dann auch noch rein drüben. Gibt noch einiges zu holen in dieser Welt. Hier sollten wir auch nicht unbedingt reinfallen. Und der grüne Jinjo im Giftgebiet, da fühlt er sich eigentlich doch wohl. So. Ein. Autsch. Und wir können auch hier nicht atmen, in dieser Brühe. So.
Ja. Wir werden jetzt einfach mal den Zoll hier bezahlen. Oder genau über den Kran wieder zurückgehen. Boom. Obwohl, nein. Ich bezahle mal den Zoll hier. 4 Eier. Und somit hätten wir jetzt die Brücke darüber, wo wir vorhin uns hingerettet haben. Ja. Jetzt müssen wir hier hoch. Indem wir hier so ausweichen. Das haben sie ganz raffiniert gemacht, die Entwickler. Und hier rauf. Wo wir vorhin hergekommen sind. Ja. Wir müssen nämlich wieder aufs Schiff. Okay. Ach, das ist sogar gegangen. Dann halt nicht. Wir müssen aufs andere Ende des Schiffes. Und zwar müssen wir jetzt auf die Kisten hier rauf. Was ich im letzten Part erwähnt habe, wegen dem Hexenschalter. Oder? Nein, auf diese Kisten müssen wir rauf. So. Dann müssen wir hier hochklettern. Hier haben wir den Hexenschalter. Der ist eigentlich auch ganz schwierig. Der Sprung darüber ist nämlich nicht so einfach. Ja. Jetzt können wir hier runter. Und die Noten einsammeln. Und den Zoll bezahlen. Für beide Seiten. Damit wir mal die Band miteinander verbunden haben. Nein, das war der falsche Move. So. Ja. Und auf der anderen Seite auch noch. Und zwar 8 Eier diesmal. Hätten wir auch geschafft. Und zwar müssen wir jetzt noch hier rüber, weil hier drüben wartet noch etwas auf uns. Und zwar der orange Jinjo. Den wir ohne Probleme uns holen. Die Energie brauchen wir auch. So. Oh fuck. Oh verdammt. Oh verdammt. Oh kacke. Oh kacke. Kurz gucken. Wo es wieder rauf geht. Da vorne stimmt. Ja. So. Wird das auch geschafft? Jetzt müssen wir hier hochspringen. Jetzt können wir endlich das hier erledigen. Und zwar fliegt jetzt die DNT-Kiste nach unten. Sprengt das hier auf. Das ist nämlich so sehr wichtig, weil da ist ein Endboss drinnen. Ja, diese Welt hat wieder einen Boss. Und wir können jetzt versuchen, das hätten wir vorher auch schon versuchen können, hier diesen Hexenschalter zu erreichen. Ich werde das Ganze mal mit selbst jetzt probieren, weil es ist sehr, sehr schwierig, den Sprung zu schaffen. Ich überlege gerade, wie ich das am besten mache. Wo ich dann am besten wegspringe. Und. Nein. Gut, nochmal. Das ist mal so. Ja, so geht's doch. Und hier ist das Puzzleteil. Sehr schön. Ich habe nur 2 Anläufe dafür gebraucht. Das finde ich mal nett. Okay, dann können wir gleich mal hier rein. Oh, ja, so war das nicht geplant. Ich wollte es skillig machen, dass ich hier reinkomme, aber... So. Hier gibt es einen Haufen Eier.
Und hier ist der Boss. Genau, uns wird sehen und hören vergehen. Ah! Ja, wir sind's wirklich. Baum. Wie soll die wirklich gehen eigentlich? Ach, ist so. Okay. Ich habe das immer mit goldenen Federn gemacht und ich habe irgendwie zu wenig. Aber es geht so auch. Kein Problem. Baum, Baum. Ja. Baum. Baum, Baum. Baum, Baum, Baum. Und so und so. Geschafft. Das Puzzleteil gehört mir. Ah, ihr habt mich gespalten. Nun sollt ihr das Puzzleteil doch erhalten. Yeah. Dann nehmen wir noch die Eier mit. Ja, sollte reichen. Was jetzt kommt, ist, dass wir mal im Maschinenraum das Ganze mal etwas langsamer machen. Weil sonst können wir gar nichts machen. Hier ist eine Kiste. Ich überlege nur gerade für was. Achso, falls wir runterfallen sollten, okay. Was haben wir hier für eine Flagge? Eine Rare-Flagge, yeah. Hm. Wow. Mumbo-Schädel. Und hier rein. Weil hier ist ein Schalter, den wir betätigen müssen. Hier seht ihr schon den gefürchteten Maschinenraum. Der wird ohne Save-States nicht gehen, weil ich will da nicht runterfallen, weil wenn man runterfällt, ist man tot und man muss alles nochmal sammeln, also alle Noten. Und es ist eine Heidenarbeit. Wenn das einem passiert, was im Maschinenraum ziemlich gleich passiert, werde ich einfach ein State laden. Und ist das kein Problem. Das haben sie aber geändert in der Xbox Live Arcade Version für Xbox 360. Da kann man einfach alles einsammeln und wenn man stirbt, dann verliert man nichts. Das haben sie ziemlich gut gemacht. Ist hier noch irgendwas, was man rein kann? Ich glaube nicht. Nö, das ist alles Deko, Deko und das vorne ist auch Deko. Ja, das ist alles Deko. Gut, dann können wir ja hier mal entlang gehen. Bei der riesigen Rare-Kiste finden wir nichts. Das ist schon mal zu sagen. Jetzt kommen die schwierigen Passagen, warum ich diese Welt hasse. Und so unterhalb ist ein Jinjo, der nur sehr, sehr schwer zu bekommen ist. Vor allem ich hasse es zu tauchen. Und den Jinjo hier zu bekommen, das ist echt mühsam. Weil wir halt nicht so gut tauchen können, weil wir doppelt so viel Luft verlieren. So, jetzt müssen wir nur noch rausfinden. Genau, das ist das Problem, das ich angesprochen habe. Das Loch ist ziemlich klein. Aber gibt es noch eine heiklere Stelle dann. Ja. Und raus können wir jetzt über das hier. Oh Gott, mach Luft. Gib mir Luft. So. Dann wäre mal der linke Teil geschafft. Gibt es hier noch was? Nope. Sehr gut. Aber es kommt noch einiges auf uns zu, das ich hasse. Ja. Und zwar müssen wir jetzt dann bald einen Delfin befreien, der hier unten gefangen ist vor dem Anker. Der wird sich natürlich auch mit einem Puzzleteil bedanken. Und wir werden auch noch einen alten Bekannten aus Treasure Trove Cove finden. Hier gibt es einen Trick. Hier kann man nochmal Eier reinschießen. Also 4.
Und dann geht es nochmal weiter raus und wir können ohne Probleme den Mumbo-Schädel einsammeln. Ja. Die werden nicht gestört. Die Feder nehmen wir mal mit, weil ich habe ja keine mehr. Also ich glaube, mit dem Mumbo-Schädel kommen wir aus, weil wir finden noch einen Klick-Klack gut genug. Hier kann man nirgends drauf stehen. Außer hier auf diesem Fenster. Und was sich dahinter verbirgt, werden wir im nächsten Part von Banjo-Kazooie sehen. Bis dann!